Ja, lieber Dr. Segesser, wir durften jetzt einen Vortrag hören, der sehr interessant war, über die Kollagenernährung des Gewebes. Du mit deiner langjährigen Erfahrung als Orthopäde und als Sportmediziner und als Olympiarzt, was ist denn so die Quintessenz? Was denkst du, was kann man den Leuten mitgeben? Was ist extrem wichtig für einen gesunden, gut funktionierenden Bewegungsapparat zu erhalten? Bis am liebsten ins hohe Alter, selbstverständlich. Ja, das ist also mal das Erste, ist das Kollagen ernährt sich selber nur durch Bewegung. Das heisst, man muss immer probieren, in die Bewegung zu sein, also jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Man kann auch ein bisschen zappeln, aber es ist wichtig, dass der Bewegungsapparat unter Bewegung bleibt, weil so kann er sich ernähren. Und dass er sich innerhalb von 200 Tagen immer wieder regeneriert, das vergisst man meistens. Also das ist, wenn wir einmal einen guten Bewegungsapparat und ein gutes Kollagen hatten, ist uns das nicht Gott gegeben bis ins höhere Alter, sondern es regeneriert sich und erneuert sich immer. Und diese Erneuerung die braucht entsprechende Bestandteile. Also es sind auch essentielle Aminosäuren, die wichtig sind. Es ist Chondroitin, es ist Kollagensuspensionen, Hyaluronsäure, es ist aber auch bestimmte Vitamine wie C und E und ja, dann Spurenelemente, die ganz wichtig sind, dass sich das Kollagen überhaupt optimal bilden kann. Und wir sind von der Ernährung her mit zunehmendem Alter halt ein bisschen nachlässiger. Auf der anderen Seite sind die Jungen auch sehr nachlässig, wenn es wichtig ist, dass das Kollagen gut ist, sodass die Belastbarkeit nicht so optimal ist. Mhm. Darum, use it or lose it, bis ins höhere Alter, tue gut, dass der die Bewegungsapparat auch die nötigen Bestandteile überkommt und gesund sich ernähren kann. Weil wir ja zusammen dürfen den Vita Proflex Drink entwickeln mit all den Bestandteilen drinnen, die du erwähnt hast. Was denkst du, wenn es jemand anwendet? Oder wie hast du es deinen Patienten empfohlen? Wie lange sollte sie denn so eine Kur machen? Oder sollte sie eben das Gewebe, nachdem dass sie es selbstverständlich eben über Bewegung ernähren, auch über externe Faktoren, also sprich über die Vitalstoffe ernähren? Also es ist ganz wichtig, dass man einfach zur Kenntnis nimmt, dass das sehr langsam geht, bis sich etwas regeneriert. Und im Prinzip, wenn man eine Regeneration vom Bindegewebe begleiten will, muss man jetzt nach dem, was man weiss, einfach 200 Tage so etwas nehmen. Mhm. Man kann sie unter Umständen auch jeden zweiten Tag nehmen, wenn es einem zu teuer ist, aber wichtig ist, dass man es über eine lange Zeit nimmt und dass man gleichzeitig in dieser Zeit und schaut, dass Schlackenstoffe möglichst ausgeschieden werden können, also Harnsäure, dann entsprechend trinken etc., dass die Harnsäure fortgeht, weil die ist Bestandteil von diesen Abbausubstanzen, die eben der Bindegewebe-Bewegungsapparat gibt. Und eine letzte Frage noch, was machst du persönlich, dass du im Alter eben so ein fitter Bewegungsapparat hast oder eben ein gutes Bindegewebe. Was ist das Rezept vom Dr. Bernhard Segesser? Ich habe das Glück, dass jetzt seit vielen Jahren die Substanz, die wir jetzt hier kreiert haben, das Vita Proflex, nehme ich jeden Tag. Also, es ist einfach so, dass ich davon überzeugt bin, dass das eine gute Wirkung hat. Ich mache auch jeden Morgen Gymnastik und mache entsprechend meine Aktivitäten, dass ich mich bewege. Und sage, mein Bindegewebe immer hilft mir, dass ich noch weitere 10, 15 Jahre so fit kann sein kann, wie ich jetzt bin. Gut, danke vielmals für das Gespräch, Bernhard Segesser.